Hallo liebe Kinder und Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich begrüße euch zu der Reise durch den Zoo der Zeit. Ich bin eure Erzählsocke und führe euch durch eine einzigartige Tierwelt. Freuen Sie sich auf ein einmaliges Erlebnis. Los geht's! Das Leben begann mit dem Urknall. Damals entstanden die Eizeller. Gleich hier sehen wir einen. Hallo, Herr Einzeller! Der Herr scheint etwas wortkarg zu sein. Was Sie vielleicht nicht gesehen haben, es handelt sich um eine spezielle Art des Einzellers, nämlich den schwedischen Gardinen-Einzeller. Hat es in der Zelle zu wenig Platz, teilt sich die Zelle und es werden zwei daraus. Diesen Vorgang nennen wir dann Zellteilung. Durch die Zellteilung entstehen die Lebewesen auf unserem Planeten. Wenn ihr Tausende und Abertausende, die Zellen, die sich teilen und so, ja, da entstehen Tausende von Lebewesen, wie zum Beispiel ein Dinosaurier. Hallo Dinosaurier. Ja, oder zum Beispiel ein Mammut. Kuckus. Ja, das ist natürlich spannend nun, wie so ein Mammut zum Namen gekommen ist. Herr Mammut, wie sind Sie denn zu Ihrem Namen gekommen? Ja, dort mal in der Eiszeit, da war es kalt, oder? Da mussten wir uns anlegen. Da haben wir uns mit diesen Mammutkleidern so richtig eingedeckt. Und seitdem wären wir den Namen nicht mehr los. Aha, sicher, aha, ja. Das macht natürlich Sinn. Welche interessante Erkenntnis wir hier wieder mitnehmen dürfen. Nun, nach dieser spannenden Erkenntnis wollen wir natürlich wissen, wie nun das größte aller Lebewesen zu seinem Namen gekommen ist, nämlich der Blauwal. Hallo, Herr Blauwal. Wie sind Sie denn zu Ihrem Namen gekommen? Blau? Das Einzige, was blau ist, sind die da unten. Guter Stoff. Herzlichen Dank, Herr Blauwal. Wie auch eine bestimmte Rasse des Homo sapiens, nämlich der Unterhaltungsabendbesucher, zeigen diese Lebewesen am nächsten Tag das Verhalten eines Katers, der männlichen Form einer Katze. Kopfweh! Bouillon! Oh, ein Hai! Da rufen wir doch gleich mal rüber. Hi! Ha, voll lustig. Mister, jetzt kommt der noch Uhu. Mister Ursus und Adeschkin, hä? Voll ein neuer Witz. Oh, wir sehen hier noch mehrere. Das ist ein Hammerhai und ein Delfin. Nein, ich bin kein Delfin. Ich bin nur ein schwuler Hai. Nun, nach den interessanten Eindrücken unter dem Meeresspiegel gehen wir nun raus aus dem Aquarium und besuchen das nächste Gehege. Bereits von Weitem sehen wir zwei sehr starke ästhetische Tiere. Neuer Bären, alles klar! Ja, als Wiesenbayer hast du es schon ein bisschen einfacher. Da kommst du noch über die Grenze. Aber als Brunnen schiessen sie dich ab. Komm, sehen sie dich mit dem Feldstecher. Schnauze, scheiß Albino. Von Weitem hören wir schon die Geräusche aus dem Affenkäfig. Hier drüben sehen wir ausgemachtes Männchen. Hallo, Herr Affe. Ich bin kein Aff. Ich bin ein Giraff. Lass doch mal zu. Ich kann Ihnen helfen. WD 40, zu mir. Ah, viel besser! Na, liebe Zuschauer, das war mal ein Besuch im Zoo. Was? So was haben Sie noch nie gesehen und Sie haben noch nie so viel gelernt. So viele interessante Tiere. Schauen Sie etwas noch im Zoo herum. Wir sehen spinnende Vögel. Vögelnde Spinnen. Ach, ist das schön hier!
Und mit den folgenden Bildern verabschiede ich mich von Ihnen. Ich war eure Erzählsocke von diesem Abend. Genießen Sie noch die letzten Eindrücke aus der spannenden Tierwelt. Schalten Sie noch nicht aus. Hallo. Hi. Hey, was bist denn du für ein Entli? Ich bin eine Zettlingsente. Wenn ich lese am Sonntag immer die NZZ. Micho! Und was bist du? Eine WC-Ente? Ja, ich bin eine WC-Ente. Warum denn? Ich spüre immer so ein Zupfen und ein Reissen. Aha. Und dann? Dann muss ich immer